Das ist eine sehr schöne Frage. Wie bereitet man sich auf Ramadan vor? Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, derjenige, der beten will und er denkt erst im Gebet darüber nach, wie er Khushu bekommt, der wird keinen Khushu haben. Sondern bedeutet, was ich damit sagen will, man muss sich vorher darauf vorbereiten. Es gibt Leute, die machen noch nicht regelmäßig ihre Gebete. Viele von uns beten nicht das Fajr-Gebet. Oder sie beten es erst, wenn sie aufgestanden sind. Der sagt, erstmal muss ich mein Baguette machen. Der hat da so 3 Schichten. Ja, mit Käse und Wurst und mit Kartoffelchips, wie auch immer. Dann hat er seinen Kakao. Er sagt, danach bin ich bereit, das Gebet zu beten. Falsch. Derjenige, der noch nicht seine 5 Gebete macht, soll sich jetzt schon daraufhin erziehen, dass er die 5 Gebete macht. Soll sich dazu erziehen, dass er die 5 Gebete macht. Derjenige, der noch nicht viel Koran liest oder so gut wie gar nicht, soll sich dazu erziehen, mehr Koran zu lesen. Ja, wir sagen dir nicht, dass du im Ramadan unbedingt 500 Raka beten musst. Aber du solltest deine 5 Gebete machen können und deine Sunan-Gebete, das heißt die freiwilligen Gebete, 12 in der Anzahl. Und wenn du es schaffst, sollst du abends mit wem beten? Mit der Jama'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bis dahin die Verhältnisse wieder ändern. Allahumma amin. So. Und derjenige, der noch nicht viel Koran lesen soll, er soll jeden Tag eine Seite lesen. Denn im Ramadan ist eine der besten Taten, dass du den Koran liest. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde, als ob Allah sagt, der Monat Ramadan ist deswegen so besonders, weil in ihm der Koran herabgesandt wurde. Wallahu ta'ala ala. Auch im Gebet, Achil Karim. Der Khushu für das Gebet fängt nicht im Gebet an, sondern beim Wudu. Beim Wudu, da fängt der Khushu an. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'rif azim manazil al-ashab. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب.